Herzlich willkommen aus dem Open Doors Gebetshaus für verfolgte Christen hier in Kelkheim. Schön, dass du heute mit dabei bist, wenn wir für unsere Geschwister in Äthiopien beten. Es ist ein unglaubliches Vorrecht, dass wir freimütig und in Einheit vor den Thron Gottes kommen dürfen, um einfach für unsere Geschwister einzutreten. Ich bin dankbar und sehe es auch als Privileg, dass wir hier aus Deutschland, egal wo du zu Hause sitzt, hier in Kelkheim Anteil nehmen dürfen an dem, was Gott in dem Leben von unseren Geschwistern in Äthiopien tut. Äthiopien ist eines der ersten Länder, das christlich geprägt war. Es wird auch das Bollwerk des Christentums genannt und das hat auch einen Grund. Denn es liegt in einer Region Afrikas, umgeben von vielen verschiedenen Ländern wie Sudan oder Somalia, die hauptsächlich islamisch geprägt sind. Das Christentum hat sich aber bis heute in Äthiopien durchgesetzt. Das ist ein Grund zur Dankbarkeit. Doch jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum sprechen wir dann heute über Geschwister, die gerade in so einem Land verfolgt werden? Dazu werden wir später noch mehr hören. Aber zuerst möchte ich einen kurzen Vers aus Psalm 17 mit euch teilen. Nun rufe ich zu dir, denn du erhörst mich, o Gott. Schenk mir ein offenes Ohr und höre auf mein Gebet. Wow. David spricht aus Erfahrung. Er selbst hat erlebt, dass Gott ihn hört, dass Gott Wunder tut, dass Gott eingreift. Bereits als Hirtenjunge im Kampf gegen Bären, Löwen und in seinem wahrscheinlich unmöglichsten Kampf, David mit seiner Steinschleuder gegen den Riesen Goliath, auch in dieser Situation war er sich bewusst, dass Gott ihn hört, dass Gott ihm zur Seite steht und dass Gott es ist, der Wunder tut. Sei ermutigt heute, wenn du betest, dass Gott dein Gebet hört. Wir lesen weiter. In deiner reichen Gnade lass mich erneut Wunder erfahren, du Helfer und Retter für alle, die dir vertrauen und die bei dir Schutz suchen gegen ihre Widersacher. Er lässt nicht nach, denn er wiederholt sich. Er sagt, Gott, ich erwarte von dir Wunder. Ich weiß, dass ich nur bei dir Schutz und Hilfe finde. Und du es bist, der Unmögliches möglich macht. Bete mit dieser Gewissheit. Bewahre mich wie deinen Augapfel, birg mich im Schatten deiner Flügel. Das ist der letzte Vers, den ich noch teilen möchte, weil er mich bewegt. Es sind unglaublich schöne Bilder von Schutz und Bewahrung. Denn ich glaube nicht, dass es ein geschützteres Organ als unseren Augapfel gibt oder einen sichereren Ort für ein Küken unter den Flügeln der Henne. Ich möchte, dass wir heute beten mit der Gewissheit, dass Gott unser Gebet hört, genauso wie zu Davids Zeiten. Ich möchte, dass wir mit einer Zuversicht beten, dass für Gott nichts unmöglich ist, dass er es ist, der Wunder tut. Und ich möchte, dass wir unseren Blick immer auf unsere Geschwister in Äthiopien gerichtet haben, dass Gott sie bewahrt wie seinen Augapfel und dass er sie unter dem Schatten seiner Flügel ganz nah an seinem Herzen, von seiner Liebe eingehüllt, tief geborgen hält. Und nun machen wir uns auf und gehen der Frage auf den Grund, warum werden Christen in Äthiopien verfolgt? Ist es doch mehrheitlich christlich? Äthiopien liegt in Ostafrika, ist eines der bevölkerungsreichsten Länder in der Region. Der Großteil der Bevölkerung lebt ländlich. Und gerade in solchen Dorfgemeinschaften ist es unglaublich wichtig, zu welcher Religion man zugehört. Nicht nur der Islam und das Christentum prägen das Land seit Jahrhunderten, sondern mit über 80 verschiedenen Volksgruppen, die alle ihre animistischen Religionen, Traditionen und Rituale mitbringen, ist das Land sehr, sehr, sehr vielfältig. Verfolgung geht meist von Familie oder der Dorfgemeinschaft aus. Entscheidet sich ein Äthiopier, sich von seiner ursprünglichen Religion, sei es der Islam oder einer animistischen Religion, abzuwenden
hat es weitreichende Konsequenzen. Sie werden beschimpft, sie werden von der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen, der Kontakt wird abgebrochen, sie können sogar mit jeglicher Gewalt rechnen. Doch eins, was wichtig ist zu erwähnen, dass das nicht jede Region in Äthiopien betrifft. Es gibt Regionen, in denen Christen weniger Verfolgung erleben und es gibt andere Regionen, wo sie extremster Gewalt ausgesetzt sind. Jetzt stellt sich noch die Frage, wer verfolgt die Christen eigentlich? Wir haben schon gehört, dass es verschiedene muslimische Regionen gibt, in denen sogar Christen als Minderheit zählen. Dort ist es ein leichtes, dass die muslimische Bevölkerung, Leiter, Dorfgemeinschaft Christen unter Druck setzt, nur weil sie an Jesus festhalten. Sie müssen mit keinen Konsequenzen rechnen. Sie sind in der Mehrheit. Doch es geht auch Verfolgung von anderen Christen aus. Dazu werden wir später noch mehr hören. Oder von all diesen verschiedenen ethnischen Volksstämmen. Diese Art von Verfolgung hat auch Hiwot selbst am eigenen Leib zu spüren bekommen. Sie ist Mutter von 8 Kindern und lebt in einem Dorf in Äthiopien. Als sie sich zum lebendigen Glauben für Jesus entscheidet, bekommt sie die Konsequenzen sofort zu spüren. Sie wird plötzlich von ihren Freunden gemieden, ausgeschlossen. Und die Krönung findet sich an dem Tag, an dem ihr Haus abgebrannt wird. Einfach nur, weil sie an Jesus glaubt. Das sind unsere Geschwister und für die wollen wir heute eintreten. Für sie wollen wir heute beten, dass Gott sie schützt. Doch Äthiopien ist viel komplexer, als wir bisher gehört haben. In verschiedenen Teilen des Landes gibt es immer wieder Konflikte und Kämpfe. Und wenn Christen in diesen Regionen leben, werden sie gezwungen zu fliehen oder sind einfach Gewalt ausgesetzt. Seit 2018, seit dem Regierungswechsel, gab es viele verschiedene, sehr rasante und schnelle Reformen im Land. Ein positiver Aspekt des Ganzen war der Frieden zwischen Äthiopien und Eritrea. Aber es hat gleichzeitig auch ganz viele Herausforderungen mit sich gebracht, weil plötzlich innerhalb des Landes Konflikte zwischen den verschiedenen ethnischen Minderheiten und der Regierung entstanden sind. Das lässt Äthiopien als ein sehr komplexes, fragiles und auch unbeständiges Land zurück. Das ist auch ein Grund, warum verschiedene islamische Länder im Umkreis oder der Region mehr und mehr versuchen, Einfluss in Äthiopien zu gewinnen. Sie möchten diese unsichere und unbeständige Lage des Landes ausnutzen, um auch in Äthiopien die Oberhand zu bekommen. Obwohl der Islam im Land Äthiopien eine deutliche Minderheit darstellt, üben sie starken Druck und Verfolgung auf unsere Geschwister in den ländlichen Regionen, vor allem im Westen des Landes aus. Muslimische Leiter rufen dazu auf, gewaltvoll gegen Christen vorzugehen. Sehr radikal muslimische Ansichten schwappen von Somalia und Sudan über und beeinflussen das Land zunehmend. Das heißt, wie stellt man sich das vor? Man lebt in einem Dorf, ist als Christ die Minderheit und wird plötzlich beschimpft. Es werden teilweise Kirchen angegriffen, es werden Christen zum Teil sogar getötet, umgebracht und sie sind einfach der Gewalt willkürlich ausgeliefert. Nur weil sie an Jesus Christus festhalten. Einer unserer Brüder dort in Äthiopien, er hat selbst in einem solchen Dorf im Südosten des Landes gelebt. Sein Name ist Pastor Sileshi und er hat sich immer wieder Gedanken gemacht, wie er denn eine Brücke zwischen dem Islam und dem Christentum schaffen kann. Und so hat er begonnen, eine Schule zu gründen. Die Anfänge waren schwierig, denn sie bekamen Anfeindungen, es wurde ihnen vorgeworfen, dass sie die Kinder mit dem Einfluss des Westens und schrecklicher Lehre beeinflussen möchten. Aber mit der Zeit und mittlerweile hat diese Schule 180 muslimische und christliche Kinder. Sie haben plötzlich Zugang bekommen zu muslimischen Familien. Das war vor Jahren noch undenkbar. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Weil ich möchte, dass ihr ermutigt seid, wenn wir jetzt gleich für unsere Geschwister dort in Äthiopien beten.
Lasst uns mutig beten. Lasst uns große Gebete sprechen. Denn für Gott ist nichts unmöglich. So beten wir jetzt für den Schutz von Christen, die in muslimisch geprägten Regionen leben. Vater, ich danke dir für Pastor Sileshi. Ich danke dir für sein Zeugnis. Ich danke dir, dass du ihn dort in so eine Region gesetzt hast, wo er doch so unter Druck steht. Und ich danke dir, dass du ihm eine Vision gegeben hast, wie er Frieden in dieser Region schaffen kann. Ich danke dir, dass für dich nichts unmöglich ist. Und so bete ich jetzt für all die Geschwister, die in muslimisch geprägten Regionen leben, wo sie die Minderheit darstellen, dass du ihnen heute, jetzt in diesem Moment zur Seite stehst. Ich bete, dass du sie umgibst mit deiner Liebe und dass du sie schützt. Schützt vor allen Angriffen, vor Gewalt. Ich danke dir, dass du gut bist und dass du sie heute siehst. Segne jeden einzelnen unserer Brüder und Schwestern. Amen. Doch was passiert, wenn plötzlich aus den Verfolgten selbst Verfolger werden? Das klingt unvorstellbar und dennoch ist es eine traurige Realität in Äthiopien. Die äthiopisch-orthodoxe Kirche ist die älteste und die größte im Land. Das ist auch der Grund, warum sie sich selbst als einzigst wahre Konfession im Land sehen. Das wiederum heißt, dass sie keine anderen Konfessionen, die erst später hinzugekommen sind, dulden können. Sie müssen ja die wahre Religion verteidigen. Man muss dazu sagen, dass nicht alle Anhänger und Mitglieder der orthodoxen Kirche in Äthiopien derselben Meinung sind oder gar Haltungen und Handlungen vertreten. Aber es kommt vermehrt in bestimmten Regionen des Landes vor, dass Priester der orthodoxen Kirche vor nicht-orthodoxen Glaubensströmungen warnen. Manche gehen sogar so weit, dass sie ihren Mitgliedern verbieten, überhaupt mit den Heiden zu sprechen. Es kommt immer wieder zu Übergriffen und auch die Beziehung der orthodoxen Kirche zur Regierung wird ausgenutzt. Immer häufiger kommen Gesetze, die es den nicht-orthodoxen
Gemeinden schwierig machen, überhaupt Fuß im Land zu finden. Es ist schwer vorzustellen, dass Christen Christen verfolgen. Doch es ist Realität. Unsere Brüder und Schwestern in Äthiopien brauchen unser Gebet, jetzt in diesem Moment. Dass Einheit entsteht, dass sie in und durch Jesus miteinander verbunden werden und dass sie friedlich miteinander leben können. Lasst uns jetzt beten, und zwar ganz speziell für die Einheit unter den Christen in Äthiopien. Vater, ich danke dir für alle unsere Geschwister dort in Äthiopien. Ich danke dir, dass du Äthiopien als Bollwerk des Christentums mitten in diese Region in Ostafrika gesetzt hast. Ich danke dir, dass sie dort Licht sein dürfen. Und heute ganz speziell möchte ich beten, dass du Einheit schenkst, dass du den verschiedenen Priestern, Pfarrern, Pastoren begegnest. Und dass da, wo Spannungen entstanden sind, dass du mit deinem Frieden, der allen Verstand übersteigt, die Herzen füllst. Ich bete, dass sie aufeinander zugehen können, dass sie miteinander an einem Strang ziehen können, dass du, Jesus, das Zentrum in der Kirche in Äthiopien wirst. Für dich ist nichts unmöglich, und so danke ich dir. Ich danke dir dafür, was du in diesem Land Äthiopien noch geplant hast. Amen. Wir haben bereits viel gehört. Und jetzt möchte ich noch ganz speziell für eine Gruppe unserer Brüder und Schwestern in Äthiopien beten, die Verfolgung besonders hart betrifft. Egal, ob aus muslimischem Hintergrund, aus orthodoxem Hintergrund oder gar aus animistischen Religionen, wann auch immer sich ein Mensch in Äthiopien für Jesus entscheidet, hat er mit Konsequenzen zu rechnen. Wir haben schon gehört, wie diese Verfolgung aussehen kann. Aber ich möchte jetzt, dass ihr euch in deren Lage versetzt. Stell dir vor, dass du in einem Dorf aufwächst. Deine Familie ist um dich. Und damit meine ich nicht nur die Engsten, sondern auch die weite Familie, Onkel, Tanten, Oma, Enkelkinder. Du hast Freunde in diesem Dorf, jeder kennt jeden. Und plötzlich erzählt dir jemand von Jesus. Du entscheidest dich und sagst, ja, komm in mein Herz. Und du merkst Stück für Stück, wie dieses Evangelium dich und dein Leben verändert. Du hast plötzlich Frieden, den du nicht kanntest. Eine Hoffnung, unabhängig von Umständen.
und eine Freude, die du nicht zurückhalten kannst. Doch die Frage stellt sich, kann ich meiner Familie davon erzählen? Kann ich meinen Freunden überhaupt davon erzählen? Fakt ist, sie sehen es. Du kannst es nicht verbergen. Und plötzlich geschieht das Unfassbare. Von einem auf den anderen Moment wollen sie nichts mehr mit dir zu tun haben. Deine Familie wirft dich vielleicht sogar aus dem Haus. Vielleicht wirst du sogar aus dem Dorf gejagt, wo du dein ganzes Leben lang verbracht hast. Wie geht es dir in so einer Situation? Stehst plötzlich vor dem Nichts, nur weil du dich für Jesus entschieden hast. Du bist ganz neu im Glauben. Wärst du nicht dankbar, wenn es jemanden gibt, der für dich in dieser Situation betet? Unter diesem Hintergrund möchte ich jetzt, dass du für die Konvertiten in Äthiopien betest, dass sie im Glauben wachsen, dass Gott sie zu den richtigen Menschen bringt und dass sie vor allem in ihrem Glauben trotz Verfolgung und Widerstand gestärkt werden. Vater, ich danke dir, dass du so viele Menschen an dein Herz ziehst, dort in Äthiopien. Egal aus welchem Hintergrund sie kommen, du empfängst sie alle mit offenen Armen. Ich danke dir, dass es mutige Geschwister gibt, die ihren Glauben teilen, sodass mehr und mehr hinzugetan werden. Ich bete jetzt, dass du all diese frischen Gläubigen, dass du ihnen heute begegnest, dass du sie bei der Hand nimmst, dass du sie an die richtigen Menschen führst und leitest, dass sie im Glauben wachsen können und trotz der immer wiederkehrenden und vorherrschenden Widerstände an dir und den Glauben an dir festhalten können. Ich bete, dass du ihnen neue Hoffnung schenkst, da wo sie alles verloren haben, dass du ihnen neue Hoffnung und Perspektive gibst, Frieden im Herzen, dass du es wert bist und dass du es bist, der sie versorgt mit allem, was sie brauchen. Danke, Vater. Amen. Wow. Jetzt sind wir leider schon am Ende angelangt. Egal, ob wie lang oder kurz, wie laut oder leise, oder ob wohlformuliert oder gerade raus an Gott gerichtet dein Gebet war, Gott hat dein Gebet gehört. Er hat die Geschwister in Äthiopien heute ermutigt, weil du dir Zeit genommen hast, an sie zu denken. Hier hört das Gebet allerdings nicht auf. Nein, hier geht's weiter. Lass Gott dein Herz bewegen, auch morgen und übermorgen und darüber hinaus.
Bleib dran im Gebet und sprich mutige Gebete, denn Gott hört sie alle. Vergiss nicht, auch nächstes Mal wieder dabei zu sein, ein neues Land kennenzulernen. Bis dahin, Gottes Segen. Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de/magazin